Hey, wo wir sind zu einer weiteren Folge von Ukulele. Ja, wir sind wieder hier und ja, wir wollen heute weiterfahren, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ja, wir wollten den Boss letztes Mal machen, haben wir nicht geschafft, weil doof. Und wir werden heute gucken, was wir heute weitermachen können. Ich weiß, dass wir das da oben irgendwie gemacht haben noch. Und dann bin ich mir auch ziemlich uneinig, was wir gemacht haben. Den Boss besiegen sollten wir eigentlich mal schaffen. Ich bin doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Und deswegen machen wir das jetzt mal. Ja, ja, ich weiß. Ich kenne einen Typen hier. Ja, ja. I know. Schaut gut aus. So, machen wir wieder hier den Trick. Ich weiß halt nicht, was quasi dafür gedacht ist, aber gut. Vielleicht müssen wir das ja sogar machen. Ich weiß es nicht. So. So. Na dann. Wir müssen mal wieder dem Kampf stellen hier. Der große Rampo braucht keine. So, ich kann das jetzt überspringen. Okay. Das ist das große Problem dabei. Ich weiß nicht, wie ich da immer hochkomme. Weil es vom Springen her so dämlich ist, teilweise. Wow. Hab mich gerade richtig geil verarscht. Ich weiß nicht warum, aber die Steuerung in dem Fall ist echt ziemlich behindert. Noch immer, ja. So. Es wird eigentlich hier ist ja noch kein Problem eigentlich. Oh Mann. Oh, das ist richtig ärgerlich. Alles klar. So. So, das war mal Etage 1. Das geht ja noch. Danach wird es ein bisschen zäh. Sagen wir mal so. Mal sehen, wie ihr damit klarkommt, mit ihr sterblichen Plagegeister. Ich weiß, es ist schon ein bisschen schwieriger hier. Okay, das schaut schon mal gut aus. Oh, aufhören, der große Rampo hat noch offene Zahnarztrechnungen. Okay, Stage 3. Anscheinend müssen wir da drüber springen. Ab Abhang des großen Rampos nur für eingeladene Gäste zur Verfügung. Haltet euch fern. Oh Gott. Ja. Die Kamera ist hier echt manchmal ziemlich nervig. Das wird ziemlich nervig.
Das ist ziemlich schwer tatsächlich sogar, finde ich jetzt. Oh, ich hab's irgendwie geschafft. Wow. Heute ist anscheinend ein besserer Tag für mich. Nein! Oh Mann! Ich hab's geschafft hier, die Zähne. Okay, Tryhards-Modus ist gerade angerichtet. Huh? So, jetzt aber. Oh. Nein, der heilige Abhang des großen Rampo wurde geschändet. Seid verflucht, sterbliche Hacker. Der große Rampo hätte so sollen. Also nicht zu Hause. Was? Hätte so tun sollen, also sei er nicht zu Hause. Oh Mann. Das Fenstergeschäft ist ganz schön aufregend. Wie wäre es mit einem Berufswechseljug? Mann. Schlüpfriger Pfad. Ah, oh. Oh, nicht doch. Meine Augen. Mit der aggressiven Verkaufston hat dich große Rampo nicht gerechnet. Hier ist doch noch was. Ah. Hier oben muss doch auch noch was sein, oder? Tatsächlich nicht. Ja gut, das haben wir schon mal. Aber die Welt ist schon verdammt schön. Okay. Diesen Teil haben wir mal abgeschlossen hier. Tatsächlich. So. Gucken wir mal weiter, hätte ich gesagt. Alles können wir sowieso noch nicht in der ersten Welt holen. Da bauen wir noch ein paar Sachen. So. Ich weiß sowieso nicht. Hm, vielleicht wenn wir Wasser holen. Gibt's das für die? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal, ob sich hier was machen lässt. Anscheinend nicht. Okay. Hier geht's ja auch noch hoch, wie ich gesehen habe vorhin. Ah, hier unten sind auch noch welche Federn, die ich übersehen habe. So, gucken wir mal weiter. Wenn schon hier, dann wird es wohl einen Grund haben. So. So. Wieder hier ein bisschen abwarten. Heißt es hier erstmal. Mal gucken, wie lange, vor allen Dingen, ist immer die Sache. Oder da oben ist ein Atom. Weiß zwar nicht, was es bringt, aber wir werden es schon merken, nehme ich an. Da brauche ich halt die Geduld gerade. Nehme ich mal an. Hoffentlich. Okay, es war einfach nur ein schwieriger Sprung. Alles klar. Hallo, ich bin's, Molekül. Bring mich zur Dr. Puss für eine coole Überraschung. Alles klar, und hier ist noch ein Page in einem KG. Und die Frage, wie ich dorthin komme. Vor allen Dingen, wie ich ganz hoch komme. Ist mir noch eine kleine Frage.
Ich schätze mal, da werde ich noch hinkommen. Okay. Beiß mir nicht ins Ohr, ja, meine Güte. Muss ich mal gucken. So. Ja, warum denn nicht? Ehrlich gesagt. Wo ist ein Dr. Puss hier, ne? Erstaunlich, ich habe es geschafft. Wenn ihr ein Molekül für mich findet, könnt ihr den Denator anwerfen und euch bei eurem Abenteuer helfen. Was sagt ihr? Wir sind bereit, Doc. Schmeißt die Marine an, die Maschine. Meine ich, ja. Fantastisch, stellt euch einfach da drüben vor meinem Denator. Bist du sicher, Yuka? Ich will nicht auf einen Sushi-Teller enden. Ja, komm. Gönnen wir uns. Seid ihr bereit zur Transformation? Klar. Was werden wir denn? Oh. Krakelei. Ach du meine Güte, das ist kein T-Rex. Tja, nun, du kannst jederzeit X verwenden, um mit einem Pflanzenspray zu schießen. Das wird sicher noch bewähren. Hey, Sahneschnittchen, komm her und widme mir etwas Aufmerksamkeit. Oh Gott. Kann ich irgendwas anderes? Nee. Okay. Dann werde ich wohl mal vor allen Dingen an die Spitze. Oh Mann. Hey. Erzähl der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber die Ranke hat mir erzählt, dass unter dem Eingang zu dieser Welt ein Geist versteckt ist. Und diese Ranke ist echt vertrauenswürdig. Für so etwas ist es noch ein bisschen zu früh, meinst du nicht? Okay, dann gehe ich zu der, die mich wirklich angemacht hat. Weil, keine Ahnung. Okay. Keine Ahnung, was das alles macht, aber auf jeden Fall scheint es nicht sehr effektiv zu sein. Zumindest ist es ein Schutz. Na, dann gehen wir mal wieder zurück. Hier rüber, vor allen Dingen. Oh Gott, ich sehe schon. Hey, schöner, dich habe ich hier noch nie gesehen. Meine nahen Pflanzenschwestern können eine schnittige Flora wie dich in ihr Leben gebrauchen. Ich sag dir was, wenn du meinen Schwestern beim Wachsen hilfst, belohne ich dich mit einem romantischen Geschenk. Was sagst du? Eins und sechs. Oh Gott. Zwei von sechs. Die Frage ist wohl eher, wie ich darüber komme. Na komm schon. Nice. Bin mir zwar nicht sicher, ob das der Weg ist, wie es zu tun wäre, aber ja. Ich nehme mal an, die letzte ist irgendwo anders. Ich weiß nicht, wo die sechste ist. Das ist das Problem.
Bist du der Sechste? Wieder, das ist noch ein bisschen zu früh, meinst du nicht? Ja, ich glaube auch. Die Frage ist... Ach, hier. Alles klar. Ah, danke, dass du meine Schwester beim Wachsen geholfen hast, seine Schnittchen. Du hast sie völlig von den Wurzeln gehauen. Hier ist ein romantisches Geschenk. Ein Peachy. Yay. Ach, diese britische Doppeldeutigkeit ist so schön. So, sehr schön. Ich glaube, das war die Mission, wofür wir das Ganze gebraucht haben. Aber wie gesagt. So. Hat gut funktioniert tatsächlich. Gehen wir mal hier entlang. Das eine Federstücklein brauche ich noch. So, Switch, Elefant, Hand, noch irgendwas. Switch, wo sind die Switch hier? Ne, das hier. Elefant, wo ist der Elefant? Oh fuck, wo ist der Elefant? Dann haben wir die Hand, wo ist die Hand? Die Hand, die Hand, hier ist die Hand. Dann das komische Ballzeichen hier. Und das... Schade. Ah, ich weiß, wo die Sachen sind. Hier unten ist das letzte. Alles klar. Switch. Elefant. 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 Oh Mann. Elefant. Dann... Oh Mann, das ist so dämlich, wenn das mich im Dingens hat. Switch. Wow. Okay. Habe ich gen... Ah, hier ist es. Sind jetzt natürlich Fehler noch entstanden. Finde ich gut. Aber als erstes möchte ich natürlich dieses Rätsel hier. Dann haben wir jetzt hier auch gleich mal. So. Wo ist denn der Elefant? Ich guck mal. Hier ist der Elefant. Alles klar. Das heißt, ich muss von der Switch hier rüber. Zum Elefant, zur Hand, zum Dingens und ganz unten in die Mitte. Ne? So war das hier doch. So. Jawohl! Peachy! So. Wow, ihr macht das prima. So werden wir das ein Buch im 0,x wieder beisammen haben. Nicht vergessen, ihr könnt Welten erweitern, wenn ihr zum Großwälzer-Eingang zurückkehrt. Können wir wieder die Welt erweitern? Das wäre krass eigentlich. Ich dachte, das ist schon die maximale Größe. Ich wollte gerade sagen, wie genial ist das denn, aber das ist auch, boah, schwierig. Okay. Und können wir jetzt unter dem Eingang quasi den holen? Ich dachte mir doch, den haben wir nicht, aber wir haben uns hier zumindest nicht angezeigt. Und ich weiß ja zumindest, wie ich den anderen jetzt holen kann. Gute Sache. So. Na dann. Werden wir gucken. So. Das haben wir prima gemacht. Alles klar.
Okay, das sind auch böse. Ich frage jetzt, was uns das gebracht hat. Ah. Oh fuck. Komm schon, und Peachy! Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ich finde es irgendwie geil mit der Welt freischalten. Das wow! Natürlich, natürlich. Fäll ich genau an dem Arschzipfel runter quasi. Meistens. Egal. Wenigstens kostet es nicht alles, was wir bisher gesammelt haben. Das ist zumindest das Praktische. Okay. Ich bin nur neugierig. Schaffen wir das hier? Jawohl. Ist besser als nicht, ne? Ich stand da schon oben. Ich weiß, es ist jetzt vielleicht ein bisschen nervisch, aber muss man schaffen, ne? So, Kollegen. Okay. Mann, ich will nur diese Feder haben. Oh Mann. Diese Feder. Ich will sie hobbeln. Und möglicherweise nicht runterfliegen dabei, weil das wäre ganz schön. Okay. Ah. Tut mir leid, ich habe mit dir nichts zu tun. Ist das das Hirn? Ah, ich will es nicht wissen. Aber ich habe zumindest jetzt nochmal einen gefunden, womit ich reden kann. Geht doch. Geht doch. So, wir waren schon bei der Rextra-Arkade. Aber die Frage ist vielmehr, kommen wir jetzt hoch? Ganz. Die Musik ist ja geil, aber trotzdem. Nein, möchte ich nicht eigentlich. Wie hoch komme ich? Wie komme ich hier hoch? Wie hoch komme ich hier genau? So komme ich hoch. Alles klar. Wenn da oben auch noch was ist, dann wüsste ich nicht, wie ich da hochkomme. Ah, es wird wahrscheinlich der Fall sein, oder? Nehme ich mal an. Da hinten ist entweder eine andere Welt oder weiß auch nicht was. Aber es sieht auf jeden Fall cool aus. Hier hinten ist ein Eisgipfel. Auf jeden Fall sehr, sehr malerisch, muss man sagen, das Ganze hier. So. So, das haben wir. Na, dann gehen wir nochmal kurz zu ihr her. Machen nochmal einen Test, denn ich möchte wissen, was dort drüben die Pflanze sagt. Alles klar. Eigentlich müsste uns der dann auch in Ruhe lassen. Glaube ich. Wenn wir vor der Toybox wissen, greift er nur Mensch.
Lebendiges an. Okay, er greift alles an. Alles klar. Reden wir mal. Hey, Sahneschnittchen, erzählt der Echse und der Fledermaus nichts davon, aber in der Nähe des hungrigen Schweins im Dschungel versteckt sich ein Geist. Wenn du mir schon gehört hast, kannst du mir auch mal ein Blätter massieren. Hm. So, das ist noch zu früh, ja. Ich denke mir nur, dass es irgendwie... Ja. Okay, da gibst du mir nur Tipps. Du gibst mir nur Tipps und machst mich an. Also, alles easy. Okay. Da komm ich nicht mal. Alles klar. Dann machen wir das. Genau so. Na? So, Dr. Puss. Nein. Nee, ja, ich weiß. Komm. So. Sehr schön. Und wieder transformiert. Jetzt gucke ich mal weiter. Hat sich hier was getan? Nicht wirklich, ne? Ich schätze mal, es bleibt so. Okay. Hat sich hier was getan? Hier, die wird uns noch einen Tipp geben wollen. Nehme ich mal an. Aber... Das wird uns jetzt erstmal egal sein. Ist das hier? Danke, schade, ich dachte, hier ist irgendwie ein Geheimnis. Na, gucken wir mal. Wo ich quasi... Scheint gar nicht hier zu sein, das Geheimnis. Hier war das Geheimnis irgendwo, ne? Es war hier drüben. Jawohl. Fällt uns nur noch einer. So, und ich glaube, wenn wir es nochmal transformieren würden, wird es quasi die letzte Blume auch noch sagen, wo das ist. Aber, das lassen wir mal. Du scheinst ein neues Tonikum freigeschaltet zu haben. Komm zu mir, dann will ich sie erklären. Alles klar. Ich weiß nicht, was das heißt. Stimmt, die komische SpongeBob-Braut war ja auch noch hier. Nur die Frage ist... Ah, hier, guck mal einer an. SpongeBob. Hi, Kinder, wie kann ich euch helfen? Eins bitte. Ein Tonikum? Zeig mir zuerst einen Betriebsausweis, Junge. Nur für Mitarbeiter von Highbury Towers. Ah, dumme Sache, mein Fledermausfreund hier hat meinen gefressen. Weißt du was, einmal lasse ich es dir durchgehen. Im Namen der freundschaftlichen Beziehungen unter Kollegen. Ja, wir sind alle freundliche Kollegen. Ich bin Wendy, du hast schon Erfahrung mit Spielveränderern Tonika, oder? Denk daran, jedes angelegte Tonikum verändert deine Arbeitsbedingungen enorm. Okay. Du musst für jedes Tonikum zuerst eine Herausforderung bestehen und bau keinen Mist. Nur immer ein Tonikum gleichzeitig anlegen. Komm zu mir, wenn du dein Tonikum auswechseln möchtest. Bitte was? Wolf verbraucht weniger Energie und Wohlläufe behalte plus 1 Schmetterlingsgesundheitsplatz. Oh. 64-Bit. Das möchte ich haben. Kletosen. Sammle alle Pages im Spiel, um dieses Tonikum freizuschalten. Du musst selbst ausfinden, wenn man es freischaltet. Um dieses Tonikum.
Schließe die Geschichte von Ukulele ab. Okay, Lachs. Siege 10 Unterwasserfallen, um dieses Tonikum freizuschalten. Ich nehme mal... Ich glaube, das brauche ich eher. Tutorial sollte dir leichter vorankommen. X und Top. Okay. Alles klar. So braucht er tatsächlich jetzt weniger. Gute Geschichte, so. Jetzt müssen wir irgendwo hochkommen, am besten. Oder hier rein mal. Das ist wieder so eine Pflanze, die mir was sagen möchte. Aber egal. Ich würde sagen, das war's für heute. Danke fürs Zusehen und bis dahin. Spielt schon brav weiter.